Hallo, liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave, und heute machen wir was richtig, richtig Feines. Und zwar widmen wir uns mal wieder den Flames. Ist ja nicht ganz so meine Spezialität, aber ich habe da immer richtig Bock drauf und übe das auch wirklich gerne. Üben, üben, üben. Und Airbrush for You hat mir jetzt nochmal einen schönen Anreiz gegeben, da nochmal ein bisschen reinzuhauen. Und zwar haben die mir dieses schöne True Flame Set hier gesponsert. Und da sind nämlich richtig geile Farben für Flammen drin. Ein ganzes Set. Gibt's, ich glaube, drei Stück an der Zahl. Einmal grüne Flames, einmal blaue Flames und einmal eben diese standardroten Flames, die echten, sagen wir es mal so. Und die habe ich ausführlich getestet und hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und nochmal vielen Dank an Airbrush for You für das schöne Sponsoring. Also wie gesagt, die haben das gesponsert und finde ich richtig klasse. Und dann, ja, schauen wir uns das nachher einfach mal an. Ich sag euch mal gerade, welches Set ich hatte, eben das mit den schönen Standardfarben, sein, also das echte, nicht das grüne, nicht das blaue, sondern das gelbe. Und die variieren so ein bisschen vom Preis, weil bei dem blauen sind nicht ganz so viele Farben drin, die man benötigt, wie zum Beispiel bei dem True Flames oder bei dem grünen. Das sind zwischen, glaube ich, 45 und 60 € liegt das ganze Set und ja, kann man absolut nicht meckern. Wenn ihr schon mal zu den Farben was gesehen habt auf meinem Kanal, dann wisst ihr auch warum. Was Menge angeht, Fließverhalten, Tip Dry sind die eigentlich einfach recht geil. Und Haftbarkeit sowieso braucht man gar nicht drüber reden. Aber in dem Set zum Beispiel ist jetzt das Basic Yellow drin, R Racing Orange, Traffic Red, Blutrot, Extrem White, Infinity Black und dann noch zwei Candy-Töne, einmal Gold und einmal Rot. Und natürlich wieder ein Stretcher, um die Farben zu verdünnen, transparenter zu machen, wenn man das möchte. Und eben ein Reducer und oder Cleaner. Und das finde ich ganz spannend an dem Set, dass nämlich eben deckende Töne drin sind und transparente. Und ich habe noch nie Flammen mit deckenden Tönen gemacht. Noch nie. Das war wirklich was, wo ich gesagt habe, habe ich aber irgendwie mehr Bock drauf, weil das Eingefärbe mir so ein bisschen auf den Sack ging. Und das Ganze mit den Schablonen, das Feuer, was ich jetzt hier auch gemacht habe. Ich meine, ich blende es jetzt danach eh einmal. Hier sieht man es eh nicht so gut, aber die Flammen, die ich gemacht habe, die weichen sehr stark von dem. Ach, ich zeige es einfach mal jetzt hier. Die weichen sehr stark von der konventionellen Art und Weise ab, wie man die normalerweise macht, weil ich habe in meinem Bild kein einziges Mal eine Schablone benutzt. Ich finde immer, die Schablonen arbeiten nicht schlecht und es passt auch, es hat auch seinen Style und ist auch alles gut und recht, aber ich finde, es wirkt irgendwie manchmal nicht ganz so echt, nicht ganz so schön, wie ich das gerne hätte. Und jetzt habe ich das eben einfach mal so gemalt, wie ich da Bock drauf hatte und ich finde, das ist schon ziemlich geil geworden. Also ich bin weg vom Konventionellen hin und mehr zu dem einfach, wie ich das so machen würde. Ich habe ja gar keinen Anhaltspunkt. Ich habe mich da jetzt auch nicht schlau gemacht, sondern also einfach gemacht, wie ich da so das Gefühl für hatte. Und ich habe feststellen müssen, dass es doch, boing, boing, mit am geilsten geworden ist. Und das hat mir Spaß gemacht. Also ich werde die Flammen wahrscheinlich jetzt öfters so machen, vor allem mit den deckenden Tönen. Also da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Das erkläre ich euch dann noch im Video. Boah, das ist nämlich für mich viel, viel einfacher, nachher so eine Flamme zu machen. Und ich finde, das sieht irgendwie schon ganz geil aus. Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ist aber natürlich auch Geschmackssache. Manche stehen auf die Schablonenflames. Manche, ja, machen so einen Mix aus beidem. Manche machen es gar nicht. Ich probiere da eben, wie gesagt, rum. Ich habe ja zum Beispiel, schauen wir uns mal meine Flames an. Ich habe zum Beispiel den Ghost Rider gemacht, den allerersten. Sehr viel mit Schablonenränder, harte Kanten. Das sieht einfach nicht so organisch aus. Kann ich ja mal zeigen hier. Und dann bin ich nämlich irgendwann übergegangen und habe Flames gemacht, die Anfänger-Flames, die da hinten sind. Auch wieder viel mit den Schablonen, ist auch völlig in Ordnung, vor allem am Anfang auch. Und dann habe ich irgendwann das Profi gemacht, was da oben irgendwo hängt. Schon ein bisschen anspruchsvoller, aber da habe ich dann immer mehr die Schablonen ein bisschen weggelassen, versucht mehr Freihand reinzubringen. Und dann an meinem Auto habe ich nochmal den Ghost Rider gemacht mit nochmal Flames. Das sieht irgendwie auch, es sieht auch geil aus, aber da sind halt. Was mich das ein bisschen stört, ist diese harte Abgrenzung. Ich meine, das muss ich nicht machen. Ich kann es natürlich auch reduzieren und so, das weiß ich schon. Aber ich war mit dem Ergebnis da zufrieden. Mir hat es schon gefallen, es hat mir getaugt, aber es war noch nicht das, wo ich am Ende des Tages hin möchte. Und ich glaube, mit dem
jetzigen Ansatz komme ich dem Ganzen doch ein ganzes Stück näher. Und gerade ausgerechnet deckende Töne haben mir das ermöglicht, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte ich bei langem nicht gedacht, dass es so am besten funktioniert. Und ja, hat mir mega Spaß gemacht und finde ich richtig, richtig cool. Also da nochmal, einfach spitze. Hat mir einfach Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht mit dem Tutorial auch mal einen anderen Ansatz bieten, Flamme zu machen. Vielleicht taugt es dem einen oder anderen doch auch ein bisschen mehr oder liegt ein bisschen mehr, das so zu machen, wie ich das mache. Ihr könnt es ja machen, wie ihr das wollt. Aber wie gesagt, das Set, sehr geil, hat mir dabei echt super geholfen. Kann ich euch uneingeschränkt empfehlen. Ich finde die Farben sowieso recht unabhängig von dem ganzen Partner-Gedöns, finde ich die sehr gut. Die machen mir richtig viel Laune, ist richtig viel Farbe drin, 50 Milliliter. Haben eine geile Deckkraft etc. Also schaut euch die anderen Videos, die ich da mal gemacht habe, so gerne an. Dann seid ihr da auch aufgeklärt. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt schon wieder viel gelabert, ich weiß. Aber gibt ja auch mal viel zu reden. Und dann würde ich sagen, flitzen wir jetzt ab zum Maltisch und machen mal richtig geile Flames. So, hallo ihr Lieben da draußen. Wir fangen jetzt natürlich an mit diesem wunderschönen Tutorial. Freut mich, dass ihr alle da seid. Was ich noch erwähnen wollte, meine Flamme ist natürlich keineswegs perfekt. Da muss ich noch einiges feilen. Und das habe ich beim Opener gar nicht erwähnt. Aber was mich persönlich noch am meisten stört, ist, dass die Flamme noch so ein bisschen mehr dieses orangene Leuchten braucht. Also das ist natürlich jede Flamme ist ja unterschiedlich. Es kommt immer auf die Flamme an. Es gibt natürlich Flammen, die sind mehr orangefarben. Manche sind mehr rot, manche haben einen höheren Gelbanteil. Bloß für mich persönlich, ich mag das, wenn die so ein schönes, knackiges, orangenes Leuchten hat. Habe ich hier tatsächlich zwischenzeitlich irgendwann mal einen Fehler gemacht. Also keinen Fehler gemacht, aber da hätte ich einfach mehr das Ganze mit einem selbstgemischten, transparenten Orange eigentlich nochmal komplett einfärben sollen, damit das einfach diesen Bums kriegt. Den habe ich da ein bisschen weggelassen, einfach mal, oder halt nicht so drin gehabt. Und ja, muss ich, wie gesagt, noch einiges üben, aber ich finde sie trotzdem schon den richtigen Weg in die richtige Richtung. Und deswegen das einfach nochmal dazu. Wie gesagt, es gibt ja zig verschiedene Ansätze. Ihr könnt das ja gerne machen, wie ihr möchtet. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das jetzt hier gemacht habe, vor allem mit den Farben, mit den deckenden Tönen. Wir haben hier als allererstes einmal das Blutrot, das Blood Red von der Irish Color for You. Und damit lege ich jetzt natürlich erstmal die Flamme ein bisschen grob vor, aber ich nehme hier und da auch schon mal eine härtere Kante mit und mache das einfach so, wie ich Bock habe, wie ich gerade so das Gefühl habe, dass die Flamme kommt und lege das dann wieder so vor. Wir haben den ähnlichen Aufbau wie sonst auch, dass wir halt von dunkel nach hell gehen. Das ist eigentlich, ich glaube, ein Gesetz, was Flammen angeht. Andersrum funktioniert es, glaube ich, tendenziell nicht. Aber wie gesagt, wir nutzen jetzt hier keine Schablonen. Ich wollte die einfach mal weglassen. Einfach mal wissen, wie sieht die Flamme aus? Kann man das überhaupt umsetzen? Also wie gesagt, ich bin da ja selber jemand, der sehr gerne rumexperimentiert und euch dann auch gerne zeigt. Also ich bin ja hier kein Profi in allen Sachen, keineswegs. Aber ich zeige es euch einfach gerne, was ich da so treibe und wie ich das so umsetze und was schief geht, was klappt etc., damit ihr da einfach ein bisschen was mitnehmen könnt, ein bisschen was lernen könnt, vielleicht ihr auch sagt, hey, der nicht so konventionelle Ansatz gefällt mir viel besser, da kann ich auch besser mit umgehen. Oder ihr sagt, boah, das funktioniert bei mir noch viel weniger, ja, dann macht gerne wieder das andere oder mixt das ein bisschen rum. Ich meine, ich hätte auch hier jetzt ein bisschen mit den Schablonen dann hier und da an ein paar Stellen schon was machen können, aber wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal weggelassen, weil ich einfach wissen wollte, wie das tendenziell dann so aussieht. Und entschuldigt natürlich nochmal meine Heiserkeit. Ich hänge hier immer noch mit meiner fetten Bronchitis rum, aber statt mit dem Finger im Po im Bett zu liegen, habe ich mir gedacht, ich nehme hier wenigstens ein bisschen was auf. Dann habe ich wenigstens ein kleines bisschen was geschafft in die Woche, nachdem ich nur rumpimmel den ganzen Tag und mich auskuriere. Heute passt es einigermaßen. Da habe ich mir gedacht, komm, dann machen wir das doch mal. Und jetzt sehen wir natürlich nicht so viel, weil die Farbe sehr dunkel ist und die Leinwand natürlich auf schwarz ist. Auf schwarz haben wir natürlich den besten Kontrast mit dem Feuer, deswegen mache ich das auch gerne auf einer schwarzen Leinwand. Dazu muss man natürlich sagen, die Leinwand ist natürlich nicht immer das perfekte Medium, um eine Flamme zu machen. Da seid ihr natürlich auf
Alloy Dibon-Platten oder Custom-Sachen viel besser bedient, weil mit dem Klarlack wir hier einfach noch einen viel besseren Effekt erzielen können. Ich denke, wenn ich habe das ja auch noch nicht mal mit Firnis behandelt, habe ich jetzt auch gar nicht mehr gemacht. Das würde der Flamme wahrscheinlich auch nochmal einen deutlicheren Boost geben. Also wie gesagt, so mit Klarlackgeschichten oder eben auf Kunststoff oder Holz oder so mit einer Versiegelung kommt die Flamme immer besser, weil da einfach nochmal die verschiedenen Farbschichten besser ineinander greifen, besser eine bessere Farbwirkung gibt. Aber ich finde, für eine Leinwandflamme ist das auch schon ein sehr gutes Ergebnis. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Und macht es halt natürlich auf der anderen Seite immer noch mal ein Stückchen schwerer. Aber so ist das halt. So, jetzt zeige ich euch einmal, was wir hier genommen haben. Blut Red. Red, wie im, wie im Anfang. Und jetzt nehmen wir das Traffic Red. Red. Und machen jetzt mal die zweite Schicht. Und gehen da jetzt mal ein bisschen über das Dunkelrot. Aber auch nicht ganz. Ihr seht es ja so ein bisschen. Bleibe ich jetzt ein bisschen weg. Aber also ich versuche da jetzt nicht so extreme Schichten aufzubauen, sondern ich arbeite jetzt einfach an dem Vorgemalten und bewege mich da und nehme auch bewusst Overspray mit. Da ist natürlich jetzt meine Tochter hingefallen und hat mir jetzt natürlich hier herumgeheult wie verrückt. Musste ich erstmal trösten und jetzt bin ich da. Genau, ich habe ja gesagt, ich nehme bewusst das Overspray mit. Also ich generiere auch harte Kanten. Ihr seht, ich gehe immer wieder mal viel näher an den Untergrund, dann quasi an manchen Stellen einfach ein bisschen prägnantere, schärfere Kante zu haben, wie man es dann mit, ähnlich wie mit der Schablone dann generiert. Aber ich nehme halt bewusst auch Overspray mit. Warum nehme ich das mit? Weil ich halt einfach möchte, dass das möglichst organisch und flüssig und gut ineinander greift. Und deswegen versuche ich da gar nicht so viel abzucovern. Mein Fehler, oder was heißt mein Fehler, aber das, was ich in der Flamme jetzt mir selber persönlich nicht so gut gefällt, was ich noch ein bisschen besser machen kann, ist, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, eben so ein bisschen das Orangefarbene mehr rausarbeiten. Das möchte ich unbedingt noch, das werde ich auf jeden Fall noch trainieren und noch machen, dass die Flamme generell einfach mehr diesen orangefarbenen Ton kriegt. Und ich glaube, nach dem Step kommt noch einer, dann war es relativ orangefarben und dann baue ich die Flamme weiter auf und ab einem gewissen Punkt hätte ich es einfach nochmal komplett mit dem transparenten Rot und mit dem transparenten Gold, hätte ich mir so einen Orangeton mixen sollen. Wenn ich den Effekt so haben möchte, dann hätte das einfach nochmal ein bisschen komplett einnebeln müssen, dann wäre das, glaube ich, nochmal ein bisschen schöner geworden, dann bekommt die Flamme auch ein bisschen mehr Futter. Das ist jetzt halt hier noch so die Problematik ein bisschen, dass die Flamme relativ nicht ganz so satt aussieht. Der fehlt halt so ein bisschen. Das ist jetzt eher ein kleineres Flämmchen, sage ich mal. So das letzte Abflammen. Und der fehlt jetzt halt noch so ein bisschen mehr, das Volumen. Aber ich denke, das kriege ich dann hin, wenn ich der einfach noch ein bisschen mehr Raum gebe mit dem Orangeton. Aber das werde ich definitiv noch weiter üben und weiter so verfeinern. Und wenn ich es dann mal noch besser im Griff habe, dann zeige ich euch das gerne auch mal wieder im Video dann, wie sich das entwickelt hat. Aber vorerst mal passiert da bei mir momentan gerade nicht mehr so viel, was Flames angeht. Deswegen kann ich das gerade nicht so viel trainieren. Und falls ihr euch wundert, während ich hier neben der Aufnahme die ganze Zeit Quatsch, ich habe hier gerade bin hier gerade beim Malen im Discord online gewesen und hat währendher noch mit dem Hardy und mit dem Nils ein bisschen geschnackt. Die waren da nämlich beide auch online. Das ist halt schon das Coole beim Discord. Das kann man mal schön am Handy machen. Kopfhörer hier rein und fertig. Und dann ist mir nicht auch nicht immer ganz so langweilig. Naja, langweilig ist mir nie, aber das ist immer noch mal ein bisschen lustiger gewesen. Ja, und jetzt arbeiten wir halt noch mal. Ihr seht jetzt halt hier durch die Kamera und dadurch, dass es natürlich nicht ganz so hell ist, ich kann es schon heller machen, aber dann verfälscht es die kompletten Farben. Wollte ich jetzt auch nicht machen. Aber ihr seht natürlich jetzt das Dunkelrot nicht mehr annähernd so gut, wie es auf dem Originalbild ist. Das ist natürlich einfach medienbedingt hier ein bisschen so. Also wundert euch da nicht. Also links und rechts die Flamme sieht, sag ich mal, in der Gesamtheit viel breiter und satter und schöner aus, als es halt hier auf dem Videomaterial zu sehen ist.
dann dürft ihr euch nicht täuschen lassen, wenn ihr sowas ausprobiert. Und ihr seht, ich generiere jetzt einfach schön die Farbverläufe und bewege mich halt einfach in die ganzen Rottönen drinnen und mache das Ganze. Und lasse aber in der Mitte immer noch so ein bisschen Raum und Platz für das Schwarz, damit das eben nicht einfach so komplett zu ist und mir nicht der Fehler, weil ich habe ja schon mal versucht bei der Flamme auf dem weißen Hintergrund und da habe ich auch schon versucht konventionell zu arbeiten. Da habe ich das schon noch mehr versucht, da habe ich ja im ersten Anlauf ein bisschen rumprobiert, hatte aber keine deckenden Töne und dann hat das eben nicht geklappt, was jetzt hier der Unterschied war. Und dadurch war die Flamme generell einfach rot, da war einfach der ganze Hintergrund rot und nicht mehr viel weiß zu sehen. Aber das habe ich auch, glaube ich, in dem Video dann auch schon erklärt. Und danach habe ich dann halt wieder konventioneller gearbeitet und dann hat das noch irgendwie hingehauen. Da hat dann einfach so der weiße Hintergrund gefehlt, damit die Flamme einfach noch schöner aussieht, damit das nicht einfach wie so ein roter Fleck oder so. Deswegen achte ich jetzt hier einfach auch im Speziellen mehr drauf, dass das Ganze einfach auch noch genug durchschimmert, damit das Ganze auch noch verschiedene Farbfacetten und Ebenen hat und einfach jetzt nachher nicht wieder in so einer roten Grütze im Endeffekt irgendwo ausartet. Deswegen lasse ich auch bewusst überall ein bisschen schwarze Stellen frei. Und in denen sind aber relativ viel Overspray, zum Beispiel jetzt von dem Blutrot. Und das wiederum gibt dem dann halt trotzdem noch, gibt dem doch noch ein bisschen mehr Breite. Aber wie gesagt, das sieht man jetzt hier nicht so hundertprozentig. Aber das müsst ihr mir dann einfach glauben. Und dann ist das gar nicht schlecht. Und wie gesagt, hier arbeite ich jetzt einfach mal noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Power, damit das Ganze einfach auch ein bisschen deckt. Und da ist das eben das Traffic Red eigentlich ziemlich geil und gibt da eigentlich eine gute Deckkraft. Also generell die Farben von Airbrush Color for You geben echt eine gute Deckkraft und das merkt man hier auch wieder. Bloß ich arbeite auch hier einfach ein bisschen sachter mit der ganzen Geschichte, damit das einfach nicht zu schnell zu viel wird und taste mich jetzt hier im Endeffekt einfach ein bisschen ran an das Ganze. Aber wie gesagt, die Farben machen wieder einen mega geilen Job. Ich habe jetzt schon mehrere Farben mal mit Schwarz-Weiß ausprobiert und muss sagen, echt, dass ich bis jetzt noch keine besseren Farben, was das Tip-Try angeht, gehabt habe, als die Airbrush Color for You. Also die sind, was das angeht, schon richtig Porno eingestellt und kann ich da echt gar nichts anderes zu sagen. Die sind da wirklich geil und macht halt auch richtig Spaß. Und da denkt man, da sieht man mal, wie das wieder so krass ist, wo ich jetzt einfach davor einfach nicht die deckenden Töne habe und habe halt die Flamme auf dem Weißen einfach mit Eingefärbe gemacht und das hat halt nicht funktioniert. Und wie das jetzt hier einfach funktioniert, weil ich halt einfach mit deckenden Tönen arbeiten kann, die sich halt wieder ganz anders verhalten. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man habe ich auf dem Weißen auf Weiß gearbeitet und dann sieht man das natürlich auch, aber die Deckkraft von einer transparenten Farbe ist natürlich gar nicht zu vergleichen wie mit einer pigmentierten Decken im Ton. Und ich habe immer gedacht, ich habe es nie anders gesehen. Ich habe immer nur gesehen, wie Leute die Flames so aufbauen, wie ich sie jetzt euch auch schon immer gezeigt habe. Und dass jemand die wirklich mit deckenden Tönen macht, habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen gehabt. Oder also ich habe mir viele Videos angeguckt und habe es eigentlich so gut wie bei keinem gesehen. Wo ich mich jetzt noch mehr mit dem Thema beschäftige, habe ich hier und da jetzt vor kurzem schon mehrere Leute gesehen, die das dann gerade im Lackierbereich viel machen mit deckenden Tönen. Und war das für mich einfach nochmal besonders interessant, das auch nochmal auszuprobieren. Und ich muss sagen, es gefällt mir besser. Es gefällt mir wirklich besser. Und jetzt nehmen wir, ich schau mal schnell, wie die Farbe heißt. Genau, jetzt nehmen wir das schöne Racing Orange. Und jetzt gehe ich noch mal so ein bisschen in das Traffic Red rein und arbeite aber auch hier wieder mit Sprühnebel und mit etwas härteren Kanten. Aber das ist wirklich eine reine Gefühlssache. Ich habe jetzt hier kein Referenzbild, nichts, was mich mehr weiter behindert oder mich einschränkt, sondern ich habe hier einfach nur die Farbe und die Gun. Und das, ich glaube, das hat auch einfach noch mal richtig viel gemacht, weil sonst schaue ich natürlich immer viel auf die Referenzbilder, orientiere mich, versuche dann gewisse Farbgebungen, gewisse Linien und Spuren einzuhalten. Und
Ich finde, gerade bei Flames kann das relativ schnell einen sehr unter Druck setzen, oder das heißt unter Druck setzen, aber es ist manchmal recht schwer, so eine Struktur in der Flamme hinzubekommen. Und da muss ich sagen, dass das freie Schaffen mir hier einfach unglaublich viel mehr Raum gibt, das besser zu machen irgendwie. Also da habe ich echt gemerkt, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und da kann ich euch nur zu raten, probiert gerne das Tutorial hier aus, probiert mal gerne das nachzumachen, nur um einmal das Feeling dafür zu bekommen. Und dann startet ihr gerne mal einen zweiten Anlauf und versucht mal einfach eine Flamme nach eurem Gefühl zu starten. Mal mit derselben Technik, klar, aber einfach mit der eigenen Form, damit ihr einfach da besser zurechtkommt. Das würde ich euch mal empfehlen, das mal genauso auszuprobieren. Dann sollte das vielleicht beim zweiten Anlauf viel, viel besser klappen, weil ihr euch dann einfach da mehr ihr sein könnt, mehr hier, mehr Farbe geben könnt, da weniger. Und vielleicht habt ihr dann auch am Ende des Tages bessere Flames. Also das ist alles natürlich hier immer mega eine Gefühlssache und ja, auch gar nicht so einfach. Und in dem Step jetzt merke ich schon, dass mir das Orangene ganz gut gefällt und dass die Farbgebung gar nicht schlecht ist. Ich hätte bloß, ich glaube, bei dem nächsten Step dann das Ganze nochmal ein bisschen einfärben sollen, damit auch generell natürlich die Farben, die dann schon da sind, wie das Blutrot und das Traffic Red und das Racing Orange, wenn man das natürlich noch mit Candies einfärbt, dann werden die anderen Farben natürlich auch nochmal ein Stück weit auch abgedunkelt etc. Und dann hat man da nicht so das Problem, dass das gleich zu einem Einheitsbrei wird. Und das ist eigentlich dann der Vorteil, wenn man die dann nochmal farblich ein bisschen anpassen möchte, dann solltet ihr das am besten so machen. Und da hätte ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr machen können. Wobei ich sagen muss, mir die Flamme absolut gut gefällt. Also von allen Flames bis jetzt gefällt sie mir vom Aufbau, von der Optik her am besten. Was so das Gesamtheitliche angeht, muss ich sagen, gefällt mir der Ghost Rider mehr, weil das natürlich einfach im Bild und mit den Farben, als da wirken die Flames aber nochmal anders, weil es natürlich wieder eine lackierte Oberfläche ist, weil es halt auf dem Auto ist und da kriegt das nochmal eine ganz andere Farbbrillanz. Da muss ich schon sagen, gefällt mir das schon ein bisschen besser, aber so prinzipiell vom Aufbau her, von der Technik und so, ist das meine Wahl, wie ich wahrscheinlich wie ich in Zukunft meine Flames machen werde, weil ich merke, dass ich dadurch einfach schönere und vor allem realistischere Flames bekomme, für mein Empfinden. Also wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt das gerne machen, wie ihr möchtet. Ich möchte ja auch keinem an den Karren fahren oder so, ganz und gar nicht. Ihr könnt auch in der Technik mal versuchen, sonst mit Schablon zu arbeiten, wenn euch das lieber ist, für so Highlight-Stellen. Aber ich empfinde es halt, oder ja, mag das einfach generell nicht so. Ich bin da einfach nicht so der Freund für. Und das wisst ihr ja auch, aber was Flames angeht, habe ich immer nur zu hören bekommen, dass das ohne Schablonen gar nicht möglich sei. Und ich kann jetzt mit Gut und Recht behaupten, dass das nicht so ist. Ja, so. Aber das war schon lange ein Thema bei mir, dass ich mal gerne Flames einfach wirklich malen möchte und nicht nach Schema F vorgehen wollte und einfach mal mein Ding machen wollte. Aber wie gesagt, hat es mir an den Farben gefehlt und ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, mir jetzt bei Schminke noch zig irgendwelche Töne zu holen, deckende, weil ich da schon so viele habe. Und dann war das eben von Arush Color for You richtig geil, dass sie dann gesagt haben, was Flames? Ja, mach doch mal Flames mit unseren Farben, wir schicken dir einfach mal ein Set. Und das ist halt schon richtig, richtig Porno und dafür liebe ich die Jungs halt auch. Die machen da schon eine geile Sache und das finde ich halt cool. Wirklich einfach lässig von denen und gibt mir halt einfach die Möglichkeit, nicht nur das selber auszuprobieren und auch zu merken, dass es viel besser ist, sondern gibt mir auch die Möglichkeit, es euch natürlich zu zeigen. Und dann ist das eine Win-Win-Win-Situation. Und ja, jetzt ihr seht, ich gehe halt immer ein bisschen mehr jetzt hier in die Innenflächen, die ich jetzt so ein bisschen schwärzer gelassen habe, einfach ein bisschen rein, damit die Flamme einfach ein bisschen mehr Volumen kriegt. Achte aber auf der anderen Seite immer darauf, dass die einfach nicht einfach nur ausgemalt wird. Das ist ja gerade die Schwierigkeit, mit der ich mich hier dann in dem Prozess hier ein bisschen umschlage, um einfach darauf zu achten, dass die Flamme nachher nicht einfach wieder wie bei dem Weißen einfach zu dick, zu mächtig wird. Und
ja, das passt dann. Da muss man einfach, aber wie gesagt, das ist halt alles so Feeling-Sache. Und das macht mir tatsächlich, macht mir so ein Arbeiten am allermeisten Spaß. Ich mache gerne Referenzbilder, ich nehme gerne Referenzbilder, wenn ich irgendwas mache, was mir gefällt, was mich voll anspricht und so. Aber ich muss am Ende des Tages sagen, dass doch das komplett freie Schaffen eigentlich doch noch immer das Geilste ist. Und das sieht man tatsächlich auch bei der Elke, die hat jetzt hier im Discord, ich glaube, eins meiner Bilder gemacht. Und zwar die Aphrodite, glaube ich, war es genau. Und hat danach dann einfach ein bisschen gesketcht und gemalt und hat dann eine richtig krasse, geile Eule rausgeballert. Und da hat sie auch gesagt, das hat sie einfach so nach Feeling gemacht. Und das glaube ich auch. Und das merkt man auch, dass es dann auch nochmal eine ganz andere Qualität kriegt. Und das ist halt dann schon was sehr Sinnvolles. Also wirklich ist dann halt noch mehr der kreative Prozess im Vordergrund. Und finde ich ganz cool. Ich habe auch neulich wieder, hat mir jemand wieder geschrieben, dass er ganz gerne meine Sachen immer benutzt zum Warm-Uppen, um sich da einzugrooven in seine ganze Geschichte. Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Und das passt auch gut. Ich sage euch ja immer, wenn ihr irgendwas macht und ihr seid noch Anfänger oder noch nicht so sicher mit der Gun, kann ich euch nur empfehlen, bevor ihr wirklich an so ein Projekt rangeht, hockt euch immer hin, brusht 10 Minuten einfach auf einem weißen DIN A4-Blatt rum. Macht Kreise, macht Vierecke, macht irgendwas. Hauptsache, ihr checkt schon mal ab, funktioniert die Gun, spritzt rum, wie ist das Spritzbild, wie ist das Feeling, dann kommt ihr kurz rein. Es kann auch 5 Minuten sein. Und danach hockt ihr euch hin, nehmt euer Projekt zur Hand, habt schon alles ready und könnt mal direkt loslegen. Und dann sieht das auch gleich viel, viel besser aus. Und das habe ich ja auch tatsächlich bei meiner Aphrodite in der Live-Session gemacht. Ich habe die ja schon mal kurz vorgearbeitet, nicht weil ich wissen wollte, wie das aussieht oder so, sondern um mich einfach kurz warm zu brushen, habe ich das im Endeffekt exakt gleich gemacht. Und das hilft einfach, weil die Iwata bei mir ein bisschen rumgezickt hat, wobei ich sagen muss, die hat in dem ganzen Video rumgezickt. Ich habe es versucht, nicht anmerken zu lassen. Ich war aber auch zu faul, um auf eine andere zu wechseln, aber irgendwas, ich glaube, in der Düse war noch ein bisschen Restfarbe von Tagen zuvor, irgendwas hat da nicht ganz hundertprozentig gepasst. Die hat ein bisschen arg viel rumgespuckt. Aber ja, dafür ist sowas eigentlich mal ganz, ganz hilfreich. So, was macht der Papi denn jetzt hier? Ah ja, ein paar Fotoschen für Instagram, um auch die Jungs von Airbrush for You wissen zu lassen, dass ich fleißig bin. Oh, dass ich das nicht rausgeschnitten habe. Mensch, muss ich ja gerade... ja, jetzt ist es rum. Jetzt laber ich schon drüber und dann bin ich zu faul, das nachher wieder wegzumachen. Dann habe ich die Flamme ja noch in noch weniger Zeit geschafft. Ich meine, was haben wir, 5 Minuten Opener, 50 geht, ja, 45, ja, ein bisschen wahrscheinlich 40 Minuten gebraucht oder so. Ja. Und ihr seht, da, wo ich der Flamme nochmal ein bisschen mehr Power geben will, da gehe ich halt nochmal ein bisschen näher ran mit dem Racing Orange und gebe dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen mehr Highlight-Punkte irgendwo. Es ist ja immer so, die Flamme, ja, die überschneidet sich ja an manchen Stellen und gibt halt mal hier und da einfach mal prägnantere Stellen und an manchen fadet es wieder ein bisschen aus oder labelt sich so aus. Und das finde ich in den Zwischenhohlräumen immer ganz geil, wenn man das dann so ein bisschen ausfadet in alle Richtungen und dann es einfach auch nicht schlecht aussieht. Deswegen sind auch die zwei kleineren Flammenstücke, die jetzt rechts hier so von der Flamme ein bisschen entfernt noch sind, auch so ein mit dem Aussön. sind die auch schon hier so mit ein bisschen mit dem Blood Red eben schön mit Overspray so ein bisschen rausgenebelt, damit die einfach auch ein bisschen mehr Licht kriegt. So, jetzt haben wir, lass mich mal lügen. Ach, jetzt muss ich meinen Karton holen, kein Bock die ganze Zeit da auf die Farben zu klotzen, aber wartet mal schnell. So. Achso, jetzt fällt mir ein, jetzt weiß ich gar nicht. Okay. Namen sagen wir nichts, wenn ich nicht sehe, welcher Farbton es ist. Okay, jetzt habt ihr mich hier rumhampeln sehen und ich mache hier lauter Lärm in der Aufnahme. Und zwar haben wir jetzt das Basic Yellow. Und das Basic Yellow nehme ich jetzt hier für die ganzen
Highlight-Stellen hier, um der Flamme nochmal noch mehr Leuchtkraft und noch mehr Power zu geben. Und da muss ich halt jetzt im Endeffekt richtig aufpassen, dass es nachher nicht zu viel wird. Und in dem Step hier habe ich die Flamme jetzt relativ hell gemacht und cover auch wieder. Also warum ich jetzt trotzdem, ihr seht ja, ich cover jetzt immer wieder relativ viel ab, wieder von dem Orange und so. Aber ich habe ja überall den Overspray vom Orange und das ist halt das, was ich brauche, um so einen schönen, so ein schönes auslaufenden Effekt zu bekommen, einfach überall. Und dass das halt einfach schön organisch aussieht und schön realistisch wirkt. Und deswegen gehe ich da jetzt so richtig schön ab. Und ich habe sogar hier wieder die, sehe ich gerade die Evolution Silverline, weil ich keinen Bock hatte, meine Geuren, Alter, was ist denn heute los? Weil ich keinen Bock hatte, meine teuren ganz einzusauen, habe ich einfach mal wieder zu meiner geliebten Evo Silverline gegriffen. Und ihr seht, die finde ich nach wie vor auch immer noch geil. Es ist eine Pistole, die kann einfach relativ viel, die kann man für so viel, ist ein echt mega guter Allrounder. Und gerade bei so größeren Flächen und Verläufen, da würde ich euch auch eine Gun empfehlen, die nicht gerade die Infinity ist mit einer 0,15er Düse und Nadel. Da werdet ihr euch, was Flammen angeht, dann da fickt ihr euch nur ins eigene Knie, weil damit einfach schöne Farbverläufe zu kreieren, ist zwar möglich und auch kann man sicher auch hinbekommen, aber auf große Flächen ist das einfach auf bedingt der Düsengröße einfach viel, viel schwieriger. Und mit einer größeren Düse und mit einer, sag ich mal, mit einer Gun, die da einfach mehr prädestiniert für ist, für größere Sachen, macht es euch natürlich einfach leichter. Das ist halt einfach eigentlich nur logisch. Und deswegen greift er lieber zu einer größeren Düse. Ihr könnt da auch in dem Fall zu einer 0,35er oder 0,4er greifen. Das ist gar kein Problem und auch gar nicht so blöd. Weil mit denen könnt ihr ja trotzdem recht nah ran und habt dann da echt keine Probleme. Ich finde den Orangeton vom Racing Orange nicht schlecht, aber er hat mir in dem Moment noch nicht so stark geleuchtet. Das habe ich jetzt nämlich versucht, mit dem Basic Yellow ein bisschen mehr diese Leuchtkraft rauszuholen. Arbeite aber jetzt nachher nicht mehr so viel rein, weil ich mich ehrlich gesagt nicht ganz getraut habe. Ich wollte es jetzt am Ende, auf den letzten Meter nicht zu sehr versauen und habe es dann erstmal so gelassen. Aber das nächste Mal werde ich nach dem Step hier das Ganze mal versuchen mit aus dem Mix von dem Candy Red und Candy Gold mir ein schönes Orange zu mixen. Ein helles Orange werde ich dann wahrscheinlich 3-4 Teile von dem Candy Gold nehmen und dann halt einen Teil von dem Rot. Und versucht das Ganze mal einzunebeln und dann eben das Ganze hier nochmal ein bisschen aufzuhellen und noch ein bisschen mehr Orange zu machen, damit es nicht so, nicht zu sehr hier ins Gelbe driftet. Aber wie gesagt, es gibt Flammen, ich habe mir so viele Flammen jetzt angeguckt, bei Pinterest gibt es Trillionen Flammen. Die eine ist ganz orange, die andere ist voll gelb, die andere ist nur rot. Also es kommt immer auf die Flamme an und klar kann man das jetzt auch so lassen, es sieht auch nicht schlecht aus, aber ich versuche einfach so eine Flamme hinzubekommen, mit der ich, wo ich sagen kann, das ist mein Ablauf, mein Ding, mit dem ich safe bin, mit dem ich weiß, dass es immer gut aussieht, wo ich dann auch sagen, guten Gewissens sagen kann, das kann ich überall und jederzeit anwenden. Das ist so das Ziel, was ich eigentlich verfolge. Und wie gesagt, hier finde ich schon sehr geil, aber ich bin noch nicht 100% zufrieden, deswegen werde ich da auf jeden Fall noch weiter rumprobieren, aber ich glaube, arg so viel ist es dann nicht mehr, was ich da brauche. Wie gesagt, hier vielleicht nochmal das Nachfärben, damit das ganze Gelbe nochmal mehr ins Orangene driftet, dann die anderen Sachen nochmal ein bisschen abgedunkelt werden und dann einfach weiter nochmal mit dem Basic Yellow vielleicht nochmal ein bisschen highlighten und dann noch mit dem Weiß vielleicht nochmal leicht nachfärben, nur mit dem Candy Gold. Und dann habe ich da, glaube ich, echt eine für mich perfekte Flamme von der Farbgebung her. Und dann muss ich nur noch weiter und weiter mein Skill trainieren, was so die Form der Flamme angeht, um da einfach noch besser zu werden. Cheers, ich trinke mal einen Tee hier. Damit mir hier nicht gleich noch die ganze Lunge aus dem Hals fliegt. Und ein bisschen noch so
die Bewegung der Flamme muss ich noch so ein bisschen reinbekommen, damit die noch geiler aussieht. Ich finde sie, ich finde die Struktur jetzt schon nicht schlecht, aber ich werde noch mehr versuchen zu trainieren, die Flamme so, ja, sie ist ja oft sehr in sich verschlungen, vielleicht das mal noch versuchen, mehr auszuarbeiten. Das sieht man ja beim Rauch. Beim Rauch kann ich es eigentlich ganz gut, also Rauch kann ich ganz gut brushen. Hat man auch bei dem Whisky-Glas gesehen, das passt bei mir eigentlich echt gut. Da kann ich nicht meckern und da kriege ich das immer viel besser hin, so dass den Rauch so in sich verzwirbeln zu lassen und den so richtig schön ineinander greifen zu lassen, damit es aber noch am Ende des Tages gut aussieht. Und bei Feuer hat das bis jetzt immer semi-geil geklappt. Deswegen ist auch hier jetzt nicht so eine große Überschneidung, weil ich da weiß, dass das jetzt noch nicht funktioniert und ich das auf jeden Fall noch weiter üben muss. Aber das war auch erstmal gar nicht hier so das Ziel, sondern wie gesagt erstmal deckende Töne und Farben und alles abchecken und gucken, wie das Ganze einfach aussieht und wirkt. Und ja, macht richtig, richtig Spaß. Jetzt gebe ich dem Ganzen nochmal unten ein bisschen mehr Volumen, damit die Flamme unten einfach nochmal ein bisschen mehr Power kriegt. Bin aber jetzt an dem Punkt, wo mir die Flamme einfach ja noch zu gelb ist. Deswegen werden wir die jetzt hier schon mal ein bisschen runter nachher, ein bisschen runternehmen. Aber wie gesagt, ich habe mich da noch nicht so getraut, zu viel zu machen. Deswegen ist es da recht dezent. Naja, aber hier trifft mal wieder das Motto zu, das Community-Motto. Wenn du keine Ahnung hast, was du tust, aber trotzdem es trotzdem funktioniert, das trifft hier mal wieder zu 100% zu. Aber ich finde das geil. Mich freut es halt, dass wenn ich am Ende des Tages irgendwie noch was Geiles rausbekomme und wieder ein bisschen was rumprobiert habe und auch für mich einfach wieder spannend, was Neues zu machen. Jetzt habe ich ja recht viel auf schwarzen Hintergründen gearbeitet, ist aber auch mein Ding, mein bevorzugtes Teilen, das mache ich gerne. Aber ich probiere natürlich auch gerne andere Sachen aus, das ist gar kein Thema. Und was Neues ist immer wieder spannend und gibt einem neue Motivation und Antrieb. Und deswegen war das wieder für mich auch wieder so ein Experiment, wo ich richtig Bock habe. Und das merkt man auch, da läuft es jetzt aber auch einfach von vorne bis hinten. Und dann ist das schon eine geile Sache, absolut. Und wie gesagt, wenn bei euch die Flames nicht hinhauen, hey, dann ist das, braucht ihr euch da nicht unterkriegen lassen, weil das Feuermachen ist, finde ich, mit einer der schwersten Sachen im Airbrush-Bereich. Viele machen Flames, aber bei vielen sieht es auch einfach nach nichts aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Viele Anfänger probieren Flames. Ich weiß, das ist einfach so ein, man verbindet, glaube ich, beim Airbrushen Flames und Skulls einfach miteinander. Das ist, glaube ich, einfach ein unbeschriebenes Blatt. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, wenn jemand anfängt mit dem Airbrushen und will direkt Flames machen, dann funktioniert das in der Regel nie. Das ist, finde ich, ich empfinde es als relativ schwer. Und wenn dann es bei euch eben nicht so hinhaut, dann müsst ihr euch da gar keinen Kopf machen. Das ist einfach, glaube ich, eine extreme Übungssache, das Ganze. So, ich gebe dem jetzt nochmal mit dem Weiß, mit dem Extreme White, gebe ich der Flamme jetzt nochmal ein paar Highlight-Stellen. Und dann habe ich erstmal überlegt, ob ich das einfach so komplett lassen soll oder ob ich dann eben noch mit den Candies arbeite. Ich muss aber auch gestehen, ich habe vor lauter Rumwuselei und so während dem Airbrushen, ich habe ja noch das Candy Rot, das hätte ich jetzt genommen nochmal, um eventuell, wenn ich zu viel Overspray von dem Gelb oder Orange, hätte ich das damit nochmal ein bisschen korrigieren können. Aber ich habe völlig vergessen, dass ich tatsächlich das Candy Gold habe. Das ist natürlich eher so ein goldfarbenes Gelb. Und da hab ich so ein bisschen verpeilt. Es ist mir erst relativ spät aufgefallen, dass es ja auch noch mit drin ist. Ich so, ah fuck, genau, das brauche ich doch, ich Säckel. Und dann habe ich da eben nochmal ein bisschen eben das Ganze nochmal ein bisschen runtergenommen. Wäre mir das jetzt vorher aufgefallen, hätte ich es wahrscheinlich im Zwischenstep mit einem selbstgemischten Orange vielleicht doch schon abgedunkelt, aber in dem Fall ist mir das dann erst aufgefallen, als ich nochmal so das Set durchwühlt habe und so. Also völlig vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Oh, das hat hier jetzt natürlich wieder, das ist so meine Duseligkeit, wenn ich einfach im Flow bin. Da kann, glaube ich, die Wohnung abfackeln. Das fällt mir erst relativ spät auf.
Also es ist halt schon irgendwie geil. Und ja, ist natürlich der Step hier immer, wenn man es dann extrem aufhält. Man kann aber auch so einen Step einfärben und dann nochmal ein bisschen nachgehen. Das Weiße und das Gelb kann man immer runternehmen mit einem transparenten Ton. Ich hätte natürlich auch versuchen können, mit dem Reducer das Orange ein bisschen transparenter zu machen und damit zu arbeiten. Aber wie gesagt, habe ich ja schon mal ein Video gezeigt, dass das gerade in dem transparenten Bereich nicht die 100% erreicht wie bei einem Candy-Ton. Und dann finde ich das immer ein bisschen ungeil, wenn ich dann halt nur einfärben will und da eben keine anderen deckende Eigenschaft möchte, habe ich dann da drauf verzichtet. Und deswegen nutze ich jetzt dann hier nachher jetzt noch das Candy Gold und ein bisschen, glaube ich, auch das Candy Rot einfach, um das Ganze nochmal ein bisschen farblich jetzt ein bisschen anzupassen. Und dann ist das nämlich auch schon der Aufbau von dem jetzt, so wie ich es jetzt in Zukunft machen werde, eigentlich schon geschehen. Und ihr seht, das ist eigentlich gar kein so ein Hexenwerk. Sagt sich immer leicht als Profi. Ich nenne mich jetzt selber einfach mal Profi. Ja. Das sagt sich da immer so leicht. Oder sieht recht leicht aus und ist für mich mittlerweile auch teilweise sehr, sehr leicht zu machen. Aber klar, mir ist auch klar, dass es bei vielen am Anfang dann alles andere als leicht ist. Da haben wir das Candy Gold. Und da probiere ich jetzt einfach nochmal ein bisschen rum. Ich habe das jetzt auch zu keinem Orangeton gemischt, weil ich jetzt erstmal gucken wollte, wie sieht das Candy Gold einfach nur aus, wenn ich das jetzt so ein bisschen mit einfärbe. Das Gelbe hier, das ist gerade das Basic Yellow, ob es dann noch gelber wird oder ob es eher sogar leicht ins Orangene driftet, dann wäre das ja auch schon passend. Und da muss ich natürlich auch jetzt erstmal ein bisschen gucken. Das ist natürlich bei neuen Farben immer so. Jeder Hersteller hat andere Farben, die sich wieder anders verhalten und wieder ein anderes andere Optik haben. Und da muss ich natürlich einfach gucken, erstmal schauen, wie das auf dem lebenden Objekt aussieht. Und dann sollte man sich da auch immer vorsichtig rantasten, bevor man dann alles versaut. Und ich glaube, ich teste das auch mal schnell auf einem Stück Papier, um einmal kurz abzuchecken, welchen Farbton das Candy Gold ungefähr erreicht. Vielleicht zeige ich es euch noch. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es überhaupt gezeigt habe oder nicht. Aber, ach doch, guckt mal da. Ja, das ist genau die Übungs-Aphrodite. Da habe ich jetzt mal so ein bisschen, ja, immer schön einfärben. Ihr seht, das ist ein sehr schöner Gelbton. Den hätte ich jetzt eben mit dem Candy Rot noch zu einem schönen, geilen Orange machen können. Wäre mir das vorhin eingefallen. Ich bin so ein Säckel. Wäre mir das vorhin eingefallen, hätte ich das schon gemacht, dann hätte ich es 4:1 genommen. 4 Teile gelb, ein Teil rot. Hätte das hier nochmal nach dem Basic Yellow nochmal orange eingefärbt und hätte dann erst nochmal mit Basic Yellow ein kleines bisschen Highlights und nochmal ganz zum Schluss nochmal vielleicht mit ein bisschen gelb und dann ganz am Ende vielleicht noch ein bisschen die Highlights stellen mit dem Candy Gold nochmal ein kleines bisschen zurücknehmen, damit das nicht zu sehr weiß aussieht. Ich glaube, dann habe ich es. Also ich werde sicher irgendwann mal noch Flammen machen. Und wenn nicht, dann werde ich mir irgendeinen Anlass dazu suchen. Ich habe hier oben noch immer meinen schwarzen 300-Helm, meinen vorlackierten. Der schreit ja schon gerade förmlich nur dazu, mit Flames bemalt zu werden. Vielleicht mache ich es da drauf. Dann habe ich wieder einen guten Grund, das zu üben. Und ich glaube, dann habe ich echt so ein Ding, wo ich echt mega zufrieden mit bin. Und wo mir die Flames auch wirklich gut gefallen. Und ja, jetzt habe ich nur mit dem Candy Gold gearbeitet. Und der Farbton ist jetzt schon nicht schlecht, aber jetzt nehme ich natürlich noch ein bisschen vereinzeltes Candy Red. Das Ding ist halt, in dem Prozess jetzt wollte ich nicht mehr alles komplett einfärben, damit das Ganze nicht einfach jetzt zu sehr von allem wegdriftet. Das hätte ich dann wirklich in dem Zwischenstep machen sollen, weil jetzt habe ich natürlich schon mit dem Extreme White gearbeitet. Das sieht dann wieder anders aus. Und deswegen habe ich jetzt hier nachher drauf verzichtet, das jetzt nochmal neu aufzubauen und erstmal dabei belassen. Aber wie gesagt, jetzt arbeiten wir hier eben nachher noch ein bisschen mit dem Candy Red und machen da noch so ein bisschen hier mir passend nochmal ein kleines bisschen an,
damit das Ganze einfach passt. So, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht die ganze Zeit hier das Discord-Gedudel. Hier schon wieder munter geschrieben wird. Dann gehen wir mal schnell raus. So. Ja, und jetzt nehme ich das halt nochmal unten ein bisschen überall ein bisschen weg, damit das wieder mehr ein bisschen ins Orangene geht und nicht zu sehr ins Gelbe, damit die Flamme auch noch so ein bisschen einfach mehr in die Farbrichtung geht, die mir gefällt. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal, da habe ich es, glaube ich, dann. Da habe ich es, glaube ich, geschafft. Dann bin ich der Flammenmeister. Dann burnt. Geil. Genau. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht so ein Aufbau viel mehr taugt als die Standardgeschichte, die konventionelle Sache einfach mit den Schablonen. Es sieht auch, kann auch sehr geil aussehen. Das muss, also keine Frage. Es kann auch wirklich sehr geil aussehen. Es hat halt alles seinen eigenen Stil und seinen eigenen Platz in der ganzen Airbrush-Szene. Sicherlich. Und gefällt mir auch, wenn es gut gemacht ist, auch sowieso ganz geil. Aber ich tue mir damit einfach schwer, das will ich einfach damit sagen. Mir fällt es schwerer, so zu arbeiten, als mir fällt es leichter, eine Flamme so zu machen, wie ich sie jetzt selber gemacht habe. Das ist für mich einfach der einfache und schönere Weg. Und deswegen, vielleicht hilft es jemandem da draußen oder jemand sagt, hey, das funktioniert bei mir sehr gut. Kann auch sein, dass es bei euch gar nicht funktioniert, weil es nicht euer Ding ist. Dann macht es lieber wieder auf die konventionelle Art und Weise und schaut euch dafür die anderen Videos an, wo ich das ja auch schon so gemacht habe. Und gebt euch das. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, euch auch gerne mal, wenn es euch wirklich interessiert mit den Flammen und den Schablonen, dann schaut euch mal den Ghost Rider an. Den habe ich ja auf dem Kanal. Das ist zwar ein Zeitraffer-Video, aber ich finde, da sieht man auch schon relativ viel, weil ich da auch komplett nahtlos die komplette Flamme aufbaue und die auch komplett im Film drin habe. Und das kann manchmal ungemein auch schon helfen, einfach das nochmal zu sehen oder besser zu verstehen. Kann ich euch sowas einfach nur empfehlen. Schaut es euch an. Viel angucken, viel üben und viel selber machen. Dann wird das auf jeden Fall besser. Und wie ihr seht, habe ich ja auch noch immer viel zu lernen. Es gibt immer genug zu lernen. Also, man lernt nie aus, egal was, im Leben. Im Leben, wie im Job, im Beruf, überall. Man lernt nie aus. Aber ich hoffe vielleicht, wenn es jemanden so besser gefällt oder es besser hinkriegt, lasst mich gerne das wissen in den Kommentaren. Schreibt das gerne rein, wie ihr das generell findet. Ob euch so ein Aufbau generell besser gefällt oder würde mich einfach mega interessieren. Und ihr seid natürlich gerne dazu eingeladen, sowas mal nachzumachen. Wie gesagt, probiert das gerne aus. Das Bild hier von der Flamme ist natürlich wieder als Referenzbild in der Infobox zum Downloaden. Könnt ihr euch quasi ausdrucken. Könnt ihr auch ausdrucken oder eben am Tablet oder so neben dran haben und das dann versuchen einfach mal nachzumachen, wenn ihr ähnliche Farben habt oder so, sogar vielleicht das gleiche Set. Und probiert das gerne aus und zeigt es mir gerne, wenn ihr das möchtet. Da würde ich mich auch mega drüber freuen. Oder postet es in Discord rein, da geht mittlerweile so die Party ab. Da helfen sich alle gegenseitig und da wird schön sachlich und freundlich diskutiert und so. Und also da sind alle Anfänger willkommen und fortgeschrittene Profis sowieso. Dürft ihr alle gerne mal reinkommen und euren Senf abgeben. Das freut mich dann auch immer. Und genau, wie ihr seht, ich habe jetzt noch mal ein bisschen das Candy Rot drin und ich schraube noch mal so ein paar kleinen Stellen, gerade oben in der mittleren Flamme habe ich noch mal ein bisschen in der Mitte, wo es eben das Schwarz ist, noch mal ein bisschen leicht mit Candy Rot reingenebelt, um noch mal ein bisschen den Sprühnebel vom Basic Yellow noch mal ein bisschen runterzunehmen. Und jetzt ganz zum Schluss gehe ich noch mal ein kleines bisschen, muss man nicht machen, aber ich gebe dem hier an ein paar Punkten, wo ich das Gefühl habe, da sieht es gut aus, noch mal mit dem Extreme White ein bisschen Leuchtkraft und ein kleines bisschen so Power. Aber ich finde es gerade an den Flammen, wo wir jetzt dran sind, wenn man sich das nach oben anguckt und so, wie das so schön ausfadet, aber so schön smooth und immer so in die Flammenrichtung, finde ich, wirkt das schon sehr geil und sehr realistisch. Also ich denke, wenn ich das ganze Ding noch mit Firnis behandle und alles, dann wird das wahrscheinlich noch krasser aussehen. Werde ich jetzt nicht machen, weil für so ein Bild lohnt sich das jetzt für mich nicht. Aber wenn ich mal die Flames dann wie auf einem Helm mache oder so, ich glaube, dann wird das schon richtig geil werden. Und jetzt bin ich irgendwie gerade voll
Bock drauf, den Helm mit Flames voll zu ballern. Vielleicht dann, ist er 300 Helm, kann ich eigentlich nichts anderes außer Leoni das drauf machen. Vielleicht baller ich den dann auch noch in Schwarz-Weiß raus, dann habe ich richtig geile Flames und schwarz-weißes Porträt. Wobei, da müsste ich eigentlich das Porträt vorher machen und dann die Flames so ein bisschen drüber, ja. Ha, vielleicht mal, wenn ich Zeit habe. Und davon habe ich recht wenig. Nee, aber das war es jetzt schon. Wir sind jetzt fertig mit der Flamme. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die nicht so konventionelle Art, also meine Art, so eine Flamme zu machen. Lasst es mich gerne wissen. Schaut gerne in meine Bibliothek rein. Ich habe noch so viele Videos. Ihr wisst es ja, ich glaube schon mittlerweile über 100 auf dem Kanal. Und schaut euch gerne einfach mal durch. Von Quick-Tipps bis alles Mögliche. Hier gibt es so viel Zeug. Viel Wissenswertes, was man im Erbersbereich braucht. Also schaut euch da ruhig mal ein bisschen durch. Und in dem Sinne würde ich schon fast sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Tutorial. Aber wie gesagt, unterstützt mich gerne. Den ganzen Kletterradage findet ihr alles in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, viel Spaß mit meinen Videos. Bis zum nächsten Mal.